Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21 zu 9 und ja, wir sind jetzt hier, allerdings eher ein bisschen unfreiwillig, weil wir in der letzten Folge eine richtig deftige Klatsche kassiert haben. Ne, wir hatten eine Mission fortgesetzt, es geht um das Augendekret und ja, das war sozusagen sofort der Endboss-Fight in Anführungszeichen und da wir ja gerade richtig schwach sind, und instant kassiert haben, weil wir einfach keinen Schaden verursacht haben, dachte ich mir, ja, machen wir eine andere Mission für unsere Papiere, damit wir besser reisen können. Und selbst das ist sehr suboptimal für uns, da wir jetzt nämlich genau in die Richtung hin müssen, wo wir die Mission triggern würden. Deswegen dachte ich mir, ja, mit dem Update 2.1 sind ja zwei neue Regionen oder Teilregionen entstanden. Das hier und die hier. Und die haben wir dann einfach in der letzten Folge mal besucht, um einfach das hier zu aktivieren und das hier zu aktivieren. Um vielleicht besser planen zu können, wie wir jetzt Missionen machen. Nur, ich glaube, ich werde jetzt in dieser Folge Bossfights machen müssen. Wo befindet sich das Ding, was ich eben gesehen hatte? Kurz Ausdauer. Da. Zack. Und ja, keine Ahnung, wir hatten ja vor ein paar Folgen auf jeden Fall Fikea, oha, Level 70. Fikea schon Materialien gesammelt. Nur, wie gesagt, es reicht uns halt einfach nicht aus, um stark zu werden, weil wir haben jetzt auch Weltstufe 5 erreicht, weil wir Stufe 40 sind. Weltstufe 4, 5, ja, irgendwie sowas. Und ja, das merken wir halt gerade. Ihr seht, ihr habt es ja selbst gesehen, Stufe 70, 69. Es wird lustig. Was ist hiermit? Ah, gibt es wieder geheimnisvolle Gespenster. Aber wahrscheinlich resetten die sich auch um 4 Uhr nachts. Also von daher. Machen wir das mal. Machen wir diese Erkundungstour-Missionen. Und dann schauen wir, was wir als nächstes machen werden. Ad Astra. Ach, die sind ready. Das ist sehr gut. Tack. Und das hier. Ist hier. Ah, da müssen wir nochmal hin. Hm, okay. Zur Voruntersuchung. Ach nee, das ist immer woanders. Okay. Ach, hier befindet sich was. Och, war das nicht da, wo wir nicht wussten, wo die. Dings, wie heißen die drei Statuen sind? Schauen wir uns das einfach mal an. Ich meine, gucken kostet ja nichts außer Zeit, aber das ist ja kein Problem. Neue Sachen bekommen. Weihsalbe. Wo befindet sich jetzt dieses. Also. Unser Missionsziel. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Nein. Ich muss in die Richtung. Hier wieder so ein komischer Käfer. Ich will eine andere Position, damit ich ein bisschen besser gucken kann. Oh, Feinde. Soll ich auf jeden Fall aufpassen. Also hier. Ob das da ganz unten ist, in diesem Höhlenkomplex. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir stärker sind und ein paar Missionen gemacht haben und so. Aha. Hier ist was. Ne. Wenn wir auf jeden Fall hier die Möglichkeit nehmen und mal alles erkunden. Ach, da ist wieder so ein Dings, was uns hochschleudern kann. Wieder so ein blaues Vieh. Okay, das war das, was ich markiert habe. Aber ich sehe hier schon diese Statue 1. Wo ist die Statue 2? Solange wir halt hier oben sind. Sind die halt sogar da oben? Oder ist das nicht noch eins? Das hier? Egal. Können wir das öffnen? Nein. Aktivieren. Hier ist was. Leider regnet es hier. Das heißt, die Fackeln können wir hier nicht anzünden. Ob es eigentlich immer hier regnet? Weil jedes Mal, wenn wir hier sind, war es ja am Regnen und am Stürmen. Oder ist das etwas, was man mit
Randoms bzw. Freunde machen muss, dass jeder gleichzeitig auf ein Signal irgendwie hier das Feuer versucht zu entfachen, weil es ist immer einen ganz, ganz kurzen Augenblick. Ja. Oh. Immer so ein ganz kurzer Augenblick, was möglich ist. Ah. Ja. Das muss man auf jeden Fall irgendwie hinkriegen können. Weil sonst könnte man hier diese Dungeon nicht öffnen, weil es schiebt sich dann so hoch und dann haben wir so ein neues Tor. Wo war das? Cecilia Garten war ja so ein Beispiel zum Beispiel gewesen. Oder in diesem Wald, wo Hu Tao im Trailer zu sehen war. Gibt es hier oben zufällig noch so ein Dings hier? Das wird lustig, weil ich muss mich schnell nach oben bewegen, um den hier zu triggern. Kurz mal checken. Hier gibt es aber nichts, was uns einen hochschleudern könnte. Wenn das jetzt daran scheitert. Na, komm schon. Ich dachte, Lisa kann doch um die Ecke klettern. Na gut, machen wir nochmal. Diesmal nehmen wir rechts rum. Sollte theoretisch auch nicht so gut klappen. Zack. Nehmen wir das, was wir eben genutzt hatten. Hier diese. Zack. Zack. Nein, 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 nein. Also. So sind die Geister. Da unten sind die Geister. Bam! Ah, leider waren sie deutlich höher als gedacht. Autoaim. Die sind zwar nass, aber ist auch die Frage. Wäre halt natürlich nice, wenn die Blitze sie treffen könnten. Ja. Zack. Die sind mir nur ein bisschen zu hoch. Naja. Kommt näher. Zack. Ja, und daneben. Ah, machen wir den hier. Ey, hör auf so zu zittern. Die sind echt schwieriger zu treffen manchmal. Ja, Mist, die Ulti ist gerade zu Ende. Aus dem Tier. Ach, wisst ihr was, machen wir jetzt noch mit Lisa. Ihre Attacken sind halt sehr viel schneller dort. Und kann halt auch ein bisschen Auto aimen. Ja. Zack, zack, der ist der nervigste gerade von allen. Hey, hier ist ja noch ein. Achso, der ist gerade gespawnt. Ja, okay. Bisschen. Zack. Ah, nicht getroffen. Ach ja. Machen wir es halt so wieder. Vielleicht kriege ich die Ulti auch gebraucht vorher. Ey, auf mich zu hitten. Was ist das denn für einer? Zack, zack. Ich nehme einfach den Baum. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie einen Buff gibt, aber. Ja, jetzt kommen wieder mehr. Zack, 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 zack. Na, ich kann nicht ausweichen, weil keine Ausdauer mehr. Ich darf nicht zu. Alter, ich kann ja wirklich um die Ecke fliegen. Das Problem ist, es kann sein, dass die Puppe nicht sehen. Ah, ich war einen Tick zu weit weg, ey. Alter, diese Blase. Die sind halt so schwer zu zielen. Wenn ich irgendwie die Ulti ready kriegen könnte. Ja, vielleicht nutze ich hier dieses Tor, was ich nicht öffnen kann ohne Schlüssel. Nein. Gerade gesehen, wie ich gehittet worden bin und. Ulti ready. Kommt hier hin. Kommt hier hin. Bisschen näher. Bisschen näher. Ja. Zack, zack. Der ist ja immun. Ich will auch den hier attackieren. Alter. Die sind krass drauf heute. Liegt es wirklich darum, dass wir die Mission mit den Feuerwerksmädchen gemacht hatten und deswegen auf Stufe 40 hochgekommen sind? Weil da sind die Monster halt auch alle stärker geworden. Ich meine, wir kriegen jetzt neue Belohnungen, wertvollere Belohnungen vornehmen. Aber
Wir sind halt noch nicht so weit. Wir hängen immer so ein bisschen hinterher. Zack. Alter, wie lange brauchst du denn noch, um drauf zu gehen? Weil das Ziehen ist echt schwer. Zack. Vor allem, wenn man mit 21 zu 9 hier spielt, hat dieses Spiel einen kleinen Nachteil. Die Maus bewegt sich seitlich, also horizontal doppelt so schnell wie vertikal. Weil das Verhältnis halt so ist. Deswegen ist das Ziehen so ein bisschen anstrengender. So. Okay. Hat unnötig lange gedauert, aber ist ja nicht so schlimm. Ah, Moment mal, ich sehe gerade auf der Karte. Ach, das können wir auch direkt mal catchen hier. Weil wenn wir schon mal in der Nähe sind, wo war das? Ein Grabstein. Zack. Das ist bestimmt eine Falle, weil da ist so ein Schwert. Oder? Einfacher Grabstein. Ein einfaches, aber feierliches Steindenkmal von der Hand eines Soldaten gehauen und aufrechtstehend. Wada Nobutake. Bitte trauere nicht. Es ist nicht ehrenhaft, im Kampf zu sterben, sondern die Unfähigkeit, weiterzuleben. Nun, das scheinen die Grabsteine der Kriegsopfer zu sein. Es ist so traurig, alleine zu sein. Sollen wir ein paar Blumen ans Grab legen? Dendrobium platzieren? Okay. Ah, ich meine, wir hätten schon mal so ein Grab gesehen irgendwo. Es kann gut sein, dass wir mehrere solche verlassenen Gräber finden müssen. Und dass wir dann irgendwas bekommen. Achievement, Belohnung, was auch immer. Aber wie gesagt, wir haben hier noch so viel zu tun. So viel zu erkunden und so weiter. Also, es wird definitiv nicht langweilig. Es wird halt nur langwierig. Ihr seht ja selbst, wie die Gebirgslandschaft hier ist, die Gewitter, die ganzen Rätseln und so. Da vorne ist es. So, diverse Achievements wieder bekommen. Okay, machen wir jetzt mal die Reise, die Erkundungstour-Ding. Genau, hier kommen wir halt nicht weiter, was ich eben erwähnt hatte. Ich sollte auf jeden Fall gleich eine andere Mission auswählen. Weil das irritiert so ein kleines bisschen. So, du. Zur Erkundung senden. Das haben wir geschafft. Was brauchen wir? Wasser und Eis. Okay, das und das. Art hier. Elektrizität und Geo. Anemo haben wir ja nur sie und Geo. So, das waren jetzt die ganzen A- und S-Tiers. Machen wir jetzt die B-Tiers. Ne, Moment mal. Können wir vielleicht ein bisschen angepasster. So. Achso, mehr können wir nicht. Okay, ist nicht so schlimm. Wir können jetzt nämlich den Rest für... Achso, dieser ist ja ohnmächtig. Vergessen. Für diese Missionen nutzen. Genau, das hier. Wobei, was haben wir mehr? 600 und 500. Das heißt, wir brauchen hiervon wieder mehr. Dann mache ich das halt so rum. Xin Yan. So, genau, wir heilen uns erstmal. Achso, machen wir erstmal alles in Reihenfolge. Und das hier. Wir haben hier Ärzte gesammelt. Stufenaufstieg hier. Ja. Alles einsammeln, wieder Erfahrungspunkte zetteln. Das war diese Mission. Wie heißt sie? Das wird ja gerade nicht angezeigt. Okay. Chisato Brief, die Mission der Yashiro-Verwaltung. Da ist die Diebe. Geht zu Augen, hat's. Genau, das können wir halt gerade nicht fortsetzen, weil wir viel zu schwach dafür sind. Hätte ich gewusst, dass das irgendwie direkt ein Bossfight wäre oder so. Naja. Ich könnte halt
das hier mal annehmen, aber es gibt noch was anderes, was ich gerne machen wollte. Wir sollten uns erstmal hierhin heilen. Denn es gibt ja zurzeit die Aktion, dass wir doppelt Belohnung kriegen können. Und das ist gerade sehr wichtig, wenn wir so schwach sind und so viel Materialien brauchen. Sind geheilt, ja, sind geheilt. Was gibt es denn heute in der Rotation? Genau, wir bauen das hier. Das können wir jetzt theoretisch machen, aber ich werde jetzt erstmal das hier Dings herausfordern wollen. Dann würde ich Folgendes machen. Ich mache jetzt diese Dungeon nochmal, um die Materialien zu kriegen. Und in der nächsten Episode werden wir Tagesmissionen machen oder die normalen Missionen oder sogar die Geo-Okulusse, wie auch immer, auf jeden Fall herausfordern, weil wir brauchen für Ningguang definitiv was. Also ist gerade alles ein bisschen kritisch. Und für sie natürlich halt auch. As you wish. Die ist zwar schwächer, aber die macht ja diesen Schutzschild um sich herum. Einmal random und einmal als Attacke. Ich habe dieses random nicht ganz verstanden, weil das geht manchmal auf anderen Charakteren auch über. Wenn sie irgendwie so einen kritischen Schaden kassieren oder so. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ihr so denkt, was es sein könnte? Ich weiß es gerade echt nicht. Naja, gut. Zack, 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 zack. Naja, okay, mit ihr geht's nicht so gut, wie ich gehofft hätte. Ach ne, das ist schon jetzt verdrückt. Gut, mit Chaos ist es besser. Und für Kea brauchen wir auch noch voll viel. Ich würde gerne lieber die Geokraft ein bisschen machen. Wobei, eigentlich müssen wir Kea trainieren. Fällt mir gerade ein. Weil die, die wir in der letzten Episode gefightet hatten, die ist ja auch Elektro gewesen. Und Elektro ist auf jeden Fall schwach gegen Eis, wie ihr sehen könnt. Wobei, das sind jetzt Slimes, das kann man jetzt nicht als Beispiel nehmen. Zack. Na, komm schon. Okay, haben wir aber stärker gemacht. Sieht man auch, dass ich ein bisschen mehr Schaden mache. Mir gefällt Kaya so irgendwie nicht mit diesen Kämpfen. Alter. Ich bin stecken geblieben wieder. Oh, irgendwie bleibe ich die ganze Zeit hier in der Mitte stecken. Ausdauer. Und ich drücke mal auf Lisa. Zack. Ob wir nicht Kaya ein bisschen bevorzugen sollten. Auch wenn ich den vom Kämpfen nicht so ganz mag. Also Euler fand ich auf jeden Fall besser. Oder ich werde meine Wünsche, die Ruhegestein schon jetzt investieren für einen Charakter. Aber eigentlich wollte ich sie nur dann ausgeben. Alter. Nur dann ausgeben, wenn ich zum Beispiel auf dieser Karte irgendeinen Charakter sehe, der interessant sein könnte. Da aber Euler 5 Sterne Charakter ist, ist es ja nur so eine 1 zu 4 Chance, dass sie auf der Karte zu sehen ist. Wenn ich einen 4 Sterne Charakter gebraucht hätte. Ja, dann habe ich ja 3 zu 4 die Chance, dass sie auf die Karte erscheint. Und natürlich noch abhängig von der Anzahl der Charakteren. Aber ihr seht ja auch, Ember, wenn ich einen Schuss auflade, ist sie auch gar nicht so schlecht. Aber sie braucht halt diese Artefakten. Alles mit Artefakten. Zack, 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 zack. Ja, gut. Ist nicht so viel stärker. Gut, wissen wir Bescheid. Alter, weich dir einfach aus. Zack. Zack. So. Schön drauf. Vielleicht sollte man wieder ein Schutzschild für uns organisieren. Alter, gerade wenn ich die Attacke gedrückt habe. Es wäre halt nice, wenn ich sie unterstoßen kann, aber das Problem ist, sie teleportiert sich immer ziemlich weit weg. Na, die soll leider ein bisschen abfangen müssen. Das Problem ist, sie ist auch gefühlt ein bisschen stärker, aber das kann eigentlich nicht sein, weil die auch nur Stufe 59 ist. Ich möchte halt gerne so stark sein, dass ich sie viel schneller runterkriege. Verständlich, hoffentlich. Aha. Zack. Hat getroffen auf jeden Fall. Wo ist die wieder? Da. Zack, zack. Zack, zack. Vor allem, wir müssen auch überlegen. Nehmen wir an, ich würde jetzt Euler kriegen.
hätte ich das Problem, oder einen guten Eischarakter, dann habe ich das Problem, dass ich dann auch die ganzen Materialien erst für diesen Charakter organisieren müsste. Was ja auch wieder ein bisschen Zeit kostet und hier und da und... Und mit Kea sind wir schon ein bisschen weiter. Ah, das ist echt eine qualle Wahl, weil die eine Mission mit den Feuerwerksmädchen hat uns so, so viele Erfahrungspunkte gegeben. Und noch natürlich die Untermission von ihr. Oh, leider nicht das gute Ding. Dass wir so ein bisschen im Nachteil sind. So. Auf ein neues. Kann man ja bis zu 3-mal pro Tag machen, aber ist auch begrenzt irgendwie. Ich glaube, wir können auch insgesamt 9-mal machen oder so. Im Laufe des Events. Kurz warten. Und Ausdauer ist voll. Zack. 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 Boah, ich muss gucken, was braucht Kea eigentlich für Artefakte? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Zack. Zack. Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwie was Sinnvolles. Aber mir ist halt auch aufgefallen, bei den meisten Charakteren brauchen sie immer die gleichen Blumen. Irgendwas mit Elementarkunde plus 80. Und dann ist das sehr krass auf Combo ausgelegt. Gut, wir spielen ja mittlerweile auch viel auf Combo, muss man auch sagen. Aber trotzdem. Vielleicht irgendwie was anderes wäre besser. Kea ist zum Beispiel schnell, macht aber nicht so viel Schaden gefühlt. Aber Kea spiele ich auch überwiegend Schwert und halt ein bisschen Eis, wenn er die Attacke ready hat. Dann vielleicht ist entweder Aufladerate gut oder Angriffsgeschwindigkeit. Also wenn er schon schnell ist, den einfach noch schneller machen. Aber dann macht er wahrscheinlich gar keinen Schaden am Ende. Dann sollte man irgendwie so ein bisschen ein Verhältnis machen wie Attack Speed und Elementarkunde. Aber... Ich bin echt unentschlossen, gerade mit Kea so. Kea könnte uns retten, aber... Das ist halt so eine Sache gerade bei ihm. Zack. 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 Das ging auf jeden Fall deutlich schneller. Aber gut. Ember ist auch unglaublich stark, muss man auch sagen. So, ihr müsst jetzt mal bedenken... Die da ist gar nicht so stark, aber es ist trotzdem sehr anstrengend bzw. langwierig, sie zu besiegen. Zwar brauchen wir für die Dungeon normalerweise nur 5 Minuten oder so, oder ein bisschen weniger. Aber jetzt bedenkt mal Folgendes, wenn ich sie jetzt auf Stufe 69 habe, oder 79, keine Ahnung, was es die nächsthöhere Stufe ist, dann sind wir vielleicht zu schwach dafür, um sie schnell oder innerhalb der Zeit zu besiegen. Obwohl wir dann die Chance haben, dieses goldene Ding zu kriegen, diese goldene, legendäre Materialien. Aber keine Ahnung. Ich weiß, mit Emma hatten wir nicht genug Zeit gegen dieses Bossfight, da die eine sie irgendwie überhaupt einen Fall abzufeuern, beziehungsweise es ist sehr schwer gewesen. Also müssen wir irgendwas wie Kea nehmen, der sofort attackieren kann. Ah. Ah, vielleicht machen wir doch Kea. Ja, dann müssen wir aber die Eisbäume fighten. Darauf habe ich nicht so Lust. Wobei, ja, Ember ist ja stark. Mit Ember haben wir den großen Vorteil Feuer auf Eis. Alter, aus mit euch. Boah. Kriegen wir jetzt irgendwie was Interessantes? Yay, geht doch. Endlich. Dann sparen wir uns halt ein paar von diesen Materialien. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt in der letzten oder vorletzten Episode ein bisschen gecraftet jetzt mit diesen Dinger? Ich glaube schon. Ja. Gut, machen wir es jetzt das letzte Mal für heute. Dann haben wir die Tages-Dreifach-Ertragsbelohnung, Event, wie auch immer man es bezeichnen sollte, hinter uns gebracht. Weil wir müssen das auf jeden Fall ausnutzen. Mittlerweile sind wir so tief im Spiel drin, wir wissen halt, was wir machen müssen, wir wissen, was wir ungefähr brauchen, wie wir zu spielen haben und so. Damals bei den ganzen Sachen war mir halt Story wichtig, weil ich dachte, durch Story kriegen wir die Materialien, die wir brauchen, die Erfahrungspunkte und kriegen wir halt easy hin. Aber mittlerweile ist das so skaliert,
Wobei die Mission, ey. Vor allem die Mission mit diesem Augendekret haben wir theoretisch ziemlich lange. Wir müssen halt nur eine andere Mission vorschieben, damit wir das freigeschaltet haben. Und ihr habt ja selbst gesehen, wie wir kassiert haben. Deswegen muss ich richtig krass aufs Farmen gehen. Was wir aber auch, ehrlich gesagt, in den ganzen Events ein bisschen vernachlässigt haben. Eigentlich hat es alles angefangen mit diesem Strand-Event. Weil davor haben wir ein bisschen was gemacht, hier und da. Den Berg haben wir auch endlich geschafft, mussten dafür aber auch viel farmen. Dann kam das Strand-Event. Da geht es halt hauptsächlich darum, die Mission zu machen und die Map komplett zu erkunden, soweit wie es zumindest geht. Weil wir dann die Urgesteine kriegen. Und dann, ja, kam schon wieder das nächste Event. Und vor allem, ihr müsst ja auch bedenken, ich brauche ja auch immer gewisse Zeiten. Wo, ah Gott, so eine gewisse Zeit, wenn ich die Videos aufgezeichnet habe und keinen Speicherplatz mehr habe. Ich muss hier noch schneiden, rendern, beschriften, Thumbnails machen, alles. Das kostet wieder Zeit. Und das ist immer dann so die Zeit zwischen den Events. Und dann, ja, gerade fertig, kommt das nächste Event. Also wieder keine Zeit zum Farmen gehabt. Alter, ich die ganze Zeit unter ihnen, hör durch. So, zack. Zack. Das sind die letzten beiden Slime-Gegner auf jeden Fall. Zack. Boah, die Puppe hat aber auch schon gegeben. Alter. Das war jetzt zu früh. Zack. Zack. Aber schaut euch das mal an, wie viel Schaden Ember macht. Eigentlich müsste Kaya so viel Schaden machen. Vielleicht sogar noch mehr. Aber ihr habt auch... Ist euch auf... Oh. Hey, ich habe das Schutzschild von Noel bekommen. Aber ist euch aufgefallen, ich habe jetzt ein bisschen reduzierten Schaden gemacht gegenüber sie. Wobei 2000 ist immer noch nice. Ah, wobei, vielleicht war das... Habe ich sie noch nicht gut getroffen. Alter. Komm, auf die Puppe. Keine Lust, dass sie mich abschießt. Alter. Was ist das denn für eine? Alter, ich hab kassiert. Dieses Blink, das hat ein bisschen zerstört. Schaut euch das mal an. Okay, Chaos, das ist jetzt Schwert. Oh, die hat das Schutzschild schon weggehauen. Holy shit, ist die stark. Oh, das wusste ich gar nicht, dass sie dann so krass sein kann. Ich investiere das Essen dafür. Ein bisschen unlucky. Ich dachte, das Schutzschild hält ein bisschen mehr aus. Ja, die sehen die Puppe halt leider nicht. Ich hätte näher hinlaufen müssen. Ah, wobei? Doch, für einen kurzen Augenblick. Warten wir, bis die Puppe ready ist. Ach, ich habe schon E gedrückt. Alter Schwede. Das Problem ist, ich Elektro auf Elektro bringt halt nichts. Und Noel ist halt einfach noch nicht so, wo ich sie haben möchte. Ihr seht ja selbst, 350 Schaden mache ich. Alter, ich kann das nicht immer ausweichen. Ich konnte das gerade nicht ausweichen, holy. Das passiert, wenn Emma weg ist. Und Kaya. Kaya macht so zwar ein bisschen Schaden, aber ist halt nicht gut. Aber ich überlege immer noch, Kaya oder vielleicht doch Ningguang. Ich denke, vielleicht sollten wir doch Kaya machen. Warte mal ein bisschen kurz. Achso. Mist, ich dachte, ich könnte hier drauf laufen, aber hier ist die Mauer ja schon. Das kann ich noch nicht machen. Ach, warten wir einfach mal. Ich würde halt gerne so eine Skala haben, wegen ihr Schutzschild, wie lange sie noch hat. Das Problem ist, uns rennt die Zeit weg. Wir noch 90 Sekunden, 80 Sekunden. Na, warten wir. Machen wir es mit Ember? Ja, wir machen es mit Ember. Wir finishen es mit Ember. Over here, over here. Na komm schon. Ich will sehen, was du noch alles drauf hast. So. Machen wir mal ein bisschen Essen. Ist zwar richtig gewastet, aber ihr seht ja selbst, das ist einfach nicht gerade
wenig, viel Schaden, die wir verursachen. Nein, 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 nicht Sphäre verlassen. Bloß nicht verlassen. Vor allem, die hat nicht mehr so viel Leben. Ist halt wirklich nur wegen... Ja. Das sind halt die zwei Schlüsselcharaktere, die einfach weggefallen sind. So. Kriegen wir die Zweifachbelohnung. Ich hoffe wieder dieses sehr gute Ding. Also diese nächste Stufe, die wir auch auf jeden Fall brauchen werden. Yes. Yes. Hat sich gelohnt. Trotzdem war das ein bisschen Fail. Man kann aber auch nicht jede Dungeon perfekt bestehen. Zack, zack. Boah, das Problem ist, ich mag diesen Eisfluxbaum auch nicht so besonders. Weil der Eisfluxbaum macht ja mal solche Spikes, so Eisspikes, die einen verfolgen und, ja. Wie sieht das denn aus? Kea. Genau, müssten wir zweimal bekämpfen. Ab Stufe 30. Die Blumen haben wir, das haben wir. Durch Mission. Das können wir craften. Ich meine, wir haben die Stufe da drunter. Haben wir. Das Problem ist, wir brauchen von den Münzen einige mehr, weil ich meine, die nächste Stufe, die nächsthöhere, die blaue, da brauchen wir auch ein paar. Aber wir sind, das sind noch die unteren Stufen, weil die Kea ist erst Stufe 50. Wie sieht es mit der Waffe aus? Die haben wir auf 60 gebracht letztens. Genau, da bauen wir diese Säckchen und so weiter. Ach ja. Wird ziemlich lustig, interessant und ja. Wie es dann weitergeht, werdet ihr dann trotzdem in der nächsten Episode erst erfahren. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, auch wenn das eine Fail-Folge war so ein bisschen. Denn da müsst ihr meinen Content nicht immer heraussuchen, meinen Kanal nicht immer heraussuchen. Das heißt, ihr könnt auch nichts mehr verpassen. Ihr unterstützt mich so am besten und am aktivsten auf YouTube mit einem Abo. Ihr könnt dann auch erst das Glockensymbol anklicken. Dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich einen Stream auf YouTube starte. Folgt mir sonst auf Social-Media-Kanälen, die ebenfalls verlinkt sind. Dort poste ich auch Kurzclips von anderen Spielen, mal so hin und wieder ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Sonst Like, Dislike, kommentiert Videos, egal, Fragen, Anmerkungen oder sonst was. Ich versuche es in der Regel mal zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.